Ein herzliches Grüß Gott, liebe Sturmfans. Heute haben wir bei uns Christoph Köpfel von Sturm Graz eben. So, erstmal, wie geht's der Köpfel? Hey, gut. Alles gut, passt. Also, wie immer haben einige Fans ein paar Fragen gestellt. Irgendwann geht los, oder? Ja. Passt. Also, die erste Frage wäre, wie du mit deiner eigenen Leistung, also bisher zufrieden bist. Naja, also, von der spielerischen Leistung bin ich im Großen und Ganzen eigentlich schon zufrieden. Wenn wir halt von den 10 sind, von der Torausbeute, ja, kann ich jetzt nicht sein. Okay. Und wie bist du jetzt nach dem Kurs und die Zeit zu der Tagesordnung? Und was war der Grund dazu? Oder? Nachdem ich bei der Spieler entlassen worden bin, weil ich Verletzungen gehabt habe, du war im Vereinskurs und habe eigentlich besser auf sich keine Sekunde gut vom Sturm. Also im Endeffekt bist du wieder zurückgekehrt und das war so viel Spaß. Okay. Also du persönlich verfolgst wahrscheinlich auch die Medien, auch die Berichte über dich. Und interessiert dich das? Nimmst du das, kennst du das an? Überlegst du da manchmal? Nein, also immer wieder liest man es schon und man sieht es auch, aber ich lasse es, egal ob positiv oder negativ, das muss eigentlich nicht zu mir, weil ich kann nicht mehr meine Leistung immer selber gut einschätzen, oder ich versuche es zumindest. Und ja, aber ich lasse das nicht von mir an. Also es positiv, wenn sich das Positive ist. Sicher freut man sich, wenn man es positiv sieht, okay. Aber es ist nicht so, dass ich das zu zuerst. Also dein Kindheitstraum, was für ein Verein wäre das gewesen? Schwer zu sagen, aber sagen wir mal so, als Junge, wenn man in Graz aufgewachsen ist, von Österreich hat es eigentlich immer nur Sturm gegeben. Und ich sage international, ja. Das sind eh die üblichen Verdächtigen, so wie Manchester, ja, okay. Barca und so. Also da haben wir eine Frage von Florian Kassler, und zwar, wenn du dich persönlich, also einige Minuten, in den letzten Minuten vor dem Spiel vorbereitet, gibt es da Rituale oder hast du einen Glücksbringer? Das Komische ist, wie ich immer war, aber ich fühle so viele Dinge gehabt mit Ritualen und so, nur habe ich dann mit dem immer kleinweise aufgehört, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich das nicht machen kann, vielleicht spiele ich dann schlecht oder so, und deshalb habe ich mit dem aufgehört, und mittlerweile ist so, dass ich eigentlich keine Rituale oder so, aber eigentlich nur Routine. Eigentlich immer das Gleiche, das ist ganz normal zum Vorbereiten, also nichts Besonderes. Okay. Und du persönlich, welche Erfahrungen nimmst du jetzt aus den paar Jahren bei den Red Bull Juniors und der Cup-Fundwelt mit? Hat dir das weitergebracht, oder? Ja, auf alle Fälle hat es weitergebracht. Es war mal gut, wegzukommen aus Graz, ein bisschen was anderes anzusehen, auf eigenen Beinen zu stehen, andere Trainer zu erleben. Und auf alle Fälle hat es weitergebracht. Und die Mitspieler jetzt, die jetzigen, wie sind die mit dir umgegangen, wo du herkommst? Ja, also ich habe einige eh noch gekannt von früher, anders aus Nationalteam auch und so. Also sind alle gut umgegangen mit mir. Im Endeffekt alte Bekannte, also. Im Endeffekt, ja. Also wenn ihr nach dem Auswärtsspiel im Bus seid, was tut man da selber? Wird das Spiel schon analysiert oder wird einfach mal abgehängt und Musik gehört? Ja, es kommt immer davon, wie es war das Spiel. Wenn wir gewonnen haben, sicher alles locker, gemütlich, Spaß. Aber wenn wir es halt blöd verlieren, ist kaum mehr analysiert dabei. Okay. Du selber, willst du jetzt in Graz bleiben für einen längeren Zeitraum oder denkst du da, wenn ich jetzt Option kriege, yes, in zwei, drei Jahren oder im Jahr jetzt in das Ausland zu gehen, würdest, weil das Erfahrung bringt, oder? Also zu weit nach vorne blicken muss ich. Meine Zukunft und meine Gegner, die sind dann gestorben und ich will auch gestorben bleiben. Und was dann aufkommt, werden wir sehen. Du warst jetzt eben die paar Jahre weg und was hat sich deiner Ansicht nach am meisten jetzt verändert? Das Trainingszentrum ist schöner geworden. Ja. Und sonst, ja, eigentlich alles unter Warten. Es ist nicht so viel anders gewesen. Aber ich war ja der Gleiche, wo ich gekommen bin. Von dem her war nicht viel anders. Mit wem verstehst du dich persönlich am besten? Mit deinem Mannschaftskollegen? Funktioniert das zusammen, oder? Ja, also verstehe ich mich irgendwie sehr gut. Aber es gibt halt immer, wenn man mal Hausarbeit ausmacht, aber bei uns ist eine Energie. Jeder macht ein Game, was, ob das jetzt ein Nadel, Game, keins oder so ist, die muss halt. Als du noch Kind warst, warst du da selber Sturmfan, beziehungsweise bist du in den Ort gewesen oder Karlsruhe also, seit der Zeit? Nein, ich war schon immer Sturmfan. Ich bin mit meinem Vater damals in der Ruhe schön im Tor gestanden und war ja immer schon schwarzer gewesen. Dein Zimmerkollege bei Auswärtsspielen? Tobi Keins. Was mir, muss ich jetzt auch sagen, sehr glücklich macht, ein super Zimmerkollege. Dein größtes Vorbild? Mein größtes Vorbild, das war immer der dicke Ronaldo. Okay. Also du hast ja letztes Jahr meistens in der Mitte gespielt,
und wie gefällt dir jetzt eben die neue Position auf der Seite? Ja, eigentlich ist es egal, wo man da drinnen steht. Hauptsache Spiel. Aber es ist halt in der Mitte, es ist halt eine Action ein bisschen. Man ist eigentlich fast bei jedem Spielaufbau dabei. Und wenn dann einmal der schlechte Partie ist und man ist auf der Seite, dann kann man ziemlich in der Luft hängen. Von dem her, ich finde es schon okay, weil man viel 1-1-Situationen hat. Aber in der Mitte braucht man eigentlich schon ein bisschen mehr. Okay, also ist im Endeffekt, wenn du jetzt außen spielst, bist du ja auf die Kollegen angewiesen, sozusagen. Unter anderem, ja. Sicher kann man auch einiges machen, aber wenn keine Bälle kommen, ist das auch schwer. Also du hast jetzt eben unter Foda trainiert und unter Hyballa. Und wenn man so sagt, werden unter Hyballa junge Spieler jetzt bevorzugt, aber jeder muss sich das Leibern hart erarbeiten. Das sind die eigentlichen Unterschiede. Und das Training generell ist unterschiedlich. Okay, also beide Trainer haben ihre positiven Seiten, die was ich beide kennengelernt habe. Und ja, es ist halt zurzeit so, dass das leistungsweit gut trainiert, spielt und das auch gut so. Als du jetzt ganz jung warst, also wurdest du als Jugendtalent abgestempelt und hat sich das in deiner Karriere beeinflusst oder pusht es dich, dein Selbstbewusstsein, deine Selbstentschätzung oder? Also ich sage mal so, als Junger war es mir eigentlich nicht so wichtig, was andere oder so gesagt haben. Da habe einfach Freude am Fußball gehabt. Sicher war es schön, wenn dann so sehr ein Trainer dich extrem pusht hat oder extrem glaubt hat oder so, aber das hat mich eigentlich gar nicht so berührt. Eigentlich. Also, klar, aber gehemmt hat es mir auch nicht. Was war dein persönlich schönster Moment bestimmt? Das schönste Moment bestimmt? Ja, ich würde sagen, die Büschel. Okay. Also, wie bist du mit dem jetzigen Stand? Ja, also die letzten zwei Spiele haben jetzt weniger gespielt. Mit dem kann ich nicht drin sein. Aber ich war im Training, ich war im Training. Was hättest du jetzt gemacht, wenn aus dir kein Fußballer dauert? Das kann ich mir nicht. Du hast nie einen Plan B. Und deine Rückennummer, verbindet ihr das mit etwas? Oder? Nein. Also ich bin jetzt im Hintergrund vor einem Jahr. Ich wollte es mir jetzt erst in Nummer 3 gehen, aber passt eigentlich nicht zu mir als Offensivspieler. Und außerdem wollte ich es irgendwie schauen lassen oder Nummer. Deswegen 30 hat dann gepasst. Okay, und abschließend der Tipp gegen die Admira? Ja, 22. Okay, danke dir. Bitte.